Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nordblock von Decktail. Letzten Part haben wir Spinner getroffen. Und auch Rebel, der uns direkt einen Verteidigungskrieg gegen die Knoll geschickt hat. Naja. Gehen wir mal darüber. Was sollen jetzt den Türmen? Keine Ahnung, von wo die kommen. Mal schauen von hier. Das durch. Ich kann von hier noch treffen. Ja, hier schlecht. Okay, die erste Welle haben wir soweit schon mal abgewehrt. Kommt die zweite. You might can switch towers to surprise them. There's another one. Okay, sie sind durch die erste Tür durchgebrochen. Oh, yeah. So, das sind sicher immer noch nicht alle. Es dürfen gerne mehr kommen. Das sind eigentlich die zeigen können. Ich frage von wo kommen die? Relativ stressig. Das ist eigentlich quasi auch eine Weile hier. Jetzt sieht man hier, von wo die Gegner kommen. Ja,
Ich bin nicht schwer zu verlieren. Ich muss scheinbar. Okay. Erstens definitiv. Habe ich hier noch Honigpfeile? Mehr von denen. Na, wir haben sie. Bleiben wir wohl beginnt hier. Look at her now. Is she growing up to be a warrior? Ich hab mich eigentlich gerade gefragt, was das hier sein soll. Das hat irgendwas mit dem zu tun. Ja, 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 runter, ohne zu sterben. Oh, okay, das hätte sie uns helfen können. Wie knapp waren die eigentlich dran? Ah, schon ziemlich knapp. Recht viel länger hat mir, glaube ich, nicht durchgehalten. Wir hätten mit Travel mitgehen sollen. Na, egal. Okay. War doch nur halb so stressig wie erwartet.
Nein, soll ich nicht. Hier rüber. No time for that. Was denn da? So. Kann ich auf den Zahn holen? Ich aus mit der Moral. Ich glaube, Bienenzüchterin ist schon ganz schön weit aufgegangen. Muss man schon sagen. Dass ich nicht genau verstanden habe, was der Text bedeutet. Beziehungsweise, was da gemeint ist. Hat das gar nicht so schlecht geklappt. Gewesen, ja. Gegen Kristalle sollte ich nicht kämpfen. Wir haben ja nichts, was bringt dagegen. The sparks blow them away. Ein goldener. Hatte ich hier nicht irgendwo zu Rebel Clon? Ja, das wäre die Königin. Where are the scalps of the spies? The Shellots will prove your zeal. I need to gather my thoughts, Your Highness. I shall return swiftly. Braucht dafür den Titel. Das kann ich daran nur das machen, was mir Chaos anrichtet. So. Dann sprechen wir noch mit dem Rebel. That's the way to be! No more ho for these bastards! At least for a while. But here's your piece of the pie, by the way. You know you've earned it. Okay, it's on. Eine Spitzhacke. The Gnolls sure took a hit, but they ain't gonna let go that easily. They got some more muscle there now. We gotta push on, wild girl. Can't let them make any more honey there, can we? So, ready to unleash your fury? Okay, direkt ein weiterer Kampf. Ah, wir sind nicht. Go for it! Spread your wings! So, ich frage, ist der Business noch da? I'll keep a lookout here. Okay. Sind jetzt eigentlich die Barrikaden wieder vollständig? Die Barrikaden sind wieder da.
Okay. Eine ist das schwieriger. Pfeile. Da hinten hat eh noch keiner angegriffen. Greif wieder mal von der Seite an. Ich hier drüben aus. Das wollte ich nicht. Ah, das war ein Fehler. Ein bisschen. Dass ich kein Leben habe. Okay, ich bin relativ tief gestürzt. Wie sehen die Barrikaden aus? Ja, die ist weg. Okay, jetzt greife ich zum ersten Mal von der Seite an. Ich bin halt auch direkt mit der ganzen Truppe. Das ist gar nicht gut. Der Kampf ist definitiv schwieriger. Wir müssen wahrscheinlich am Ende trotzdem nochmal gegen die Königin ran. Beziehungsweise die Herren von denen.
doesn't sound good. Ain't you gonna die, you thingamajiggers? Oh no. Ich hab kein Material in für alle. Ich habe definitiv mehr Probleme als zuvor. So, ich müsste jetzt schon die Königin kommen. Also, oder als Herren. Das ist gerade egal. Welche Seite kommt sie? Kommt sie von hinten? Ist sie unverkennbar? Soweit durch. Okay, wieso steht mein Wesen nicht mehr da? Hinstellen. Sind die da unten? Nicht genug Holz. Das war viel zu knapp. Hot damn! Look at them run! Woohoo! Get up, get up! Oh, they'll be back. You can bet your boots. And here's your share, giddy goat. Those thick skull bastards, gods love them, won't stop as long as their lady rubs them good with that damn honey. And the Grands won't even bat an eye. They're all for it. Yeah, two-faced bigots. It's the pest's last stand in there. It ain't gonna be easy this time around, though. They're gonna come armed to the teeth. But we gonna punch those teeth out!
So, ready to unleash your fury? It's got me. Forget it. I'm not doing it. Scaredy cat, aren't you? Nö, um das geht's nicht. Die Kämpfe sind sehr anstrengend. Still, his favor can have some peculiar rewards. Ja, stimmt. Die zahlen sich definitiv aus. Ja, sie sind halt sehr schwierig. Was ist das eigentlich für ein Trank? Na gut. Allerdings, um es hierbei zu machen, werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das sollte, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Black Tail wieder. Ciao.